Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserer ersten Pressekonferenz in der Saison 2021 vor dem ersten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die MT Melsungen um 16 Uhr. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Michael Haas und unseren Kapitän Nikolai Link. Jörn, die erste Frage geht an den Geschäftsführer René. 7 Monate harte Arbeit liegen hinter dir. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, also erstmal schön wieder hier zu sein. Das war natürlich eine lange Zeit, wo wir viel im organisatorischen Bereich, im Hygienebereich Konzepte erarbeitet haben, überhaupt, dass das hier wieder möglich ist. Man sieht es ja in anderen Sportarten, dass das sehr, sehr schwierig auch ist, dort wieder in den Wettkampfmodus zurückzufinden. Für uns ist es jetzt das erste Heimspiel, was am Sonntag ansteht. Darauf haben wir wochenlang, monatelang hingearbeitet. Muss man auch einen großen Dank aussprechen an alle, die im Hintergrund, ob das jetzt das Team auf der Geschäftsstelle, aber auch viele andere Helfer, die uns da unterstützt haben in dieser Zeit, die das mit ermöglicht haben, dass jetzt am Sonntag endlich wieder auch ja, ein Heimspiel des HC Erlangen in der Arena Nürnberger Versicherung ansteht. Das waren natürlich harte Wochen. Wir wissen auch, da werden noch viele Herausforderungen auf uns zukommen. Dementsprechend ja, ist es natürlich jetzt erstmal ein erster Schritt, den wir gehen. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass wir den mit Fans im Rücken, mit unseren Partnern, Sponsoren, mit unseren Dauerkartenkunden gehen können. Das war ja vor wenigen Wochen noch überhaupt nicht klar. Da waren wir in einer völlig unsicheren Situation, ob wir überhaupt spielen können, wie wir spielen können, ob überhaupt Zuschauer zugelassen sind hier in Bayern. Das ist glücklicherweise jetzt der Fall. Da hat uns die Politik wirklich auch sehr geholfen, uns das sozusagen zu ermöglichen, hat uns einen großen Vertrauensvorschuss auch gegeben. Und da sage ich jetzt mal, das ist mir, das ist uns besonders wichtig, diesen Vertrauensvorschuss müssen wir auch nutzen. Den müssen wir auch umsetzen und mit dem müssen wir auch sehr verantwortungsvoll umgehen. Dementsprechend kann ich jetzt schon mal auch sehr dringend an alle appellieren, die am Sonntag kommen. Wir alle kennen das Thema Corona. Das beschäftigt uns nicht erst seit gestern. Wir alle wissen, dass da natürlich auch verschiedenste Auflagen mit verbunden sind, dass dieses Heimspiel nötig ist. Ich appelliere da sehr daran, diese Auflagen sehr ernst zu nehmen. Wir werden sie natürlich auch sehr intensiv kontrollieren. Wir haben ja, sehr viele Vorkehrungen getroffen. Wie gesagt, seit vielen Wochen, Monaten sitzen wir an den Konzepten, sind im permanent ständigen Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Das ist auch alles abgesegnet. Wir haben da, glaube ich, jetzt einen richtig guten Plan, ein richtig gutes Konzept, um das quasi zu ermöglichen, dass am Sonntag da alles sauber läuft. Dementsprechend, ja, freue ich mich jetzt sehr darauf, dass es da auch wieder losgeht. Viele Details des Konzeptes haben wir ja teilweise auch schon veröffentlicht, dass wir quasi die Arena in verschiedene Zonen haben. Das heißt, auf jeder Karte ist auch die Zone vermerkt. Bitte halten Sie sich dran, dass Sie sozusagen diese Zone dann auch sowohl in der Halle betreten, dann auch sozusagen nicht verlassen und auch über diese Zone wieder rausgehen. Zusätzlich haben wir natürlich eine Maskenpflicht in der Halle, die gilt bis zum Sitzplatz. Was ich an der Stelle aber auch sagen möchte, was nicht verboten ist, ist natürlich Stimmung zu machen, weil wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir sozusagen diese Unterstützung im Rücken haben. Und auch wenn es eine reduzierte Zuschauerzahl ist, wollen wir natürlich alles geben, um die Jungs bei ihrem ersten Heimspiel und gerade gegen so einen schweren Gegner wie MT Melsungen zu unterstützen. Da wollen wir natürlich alles geben und ja, dann natürlich auch den ersten Heimsieg dieses Jahr einfangen oder einfahren. Dementsprechend, ja, wir freuen uns sehr darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht und die Mannschaft natürlich auch endlich wieder in ihrem Wohnzimmer in Nürnberg spielen zu können. Und dementsprechend überwiegt natürlich die Vorfreude bei aller Anstrengung, die wir jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten hatten. Und ja, es geht endlich wieder los. Danke, René. Ja, Hassan, das ist auch für dich dein erstes Heimspiel als Trainer des HC Erlangen. Und der Gegner hat es gleich in sich. Es kommt die MT Melsungen mit 6 Nationalspielern im Gepäck. Wie hast du deine Mannschaft auf ja, diesen wirklich schweren Gegner vorbereitet? Naja, also erstmal ist bei uns auch erstmal der Fokus, das ist das erste Heimspiel seit langer, langer Zeit. Wir haben wieder die Chance, zum Glück auch mit an Sicherheit ganzen Wahrscheinlichkeit vor Zuschauern zu spielen. Und ich glaube, das sollte erstmal den ersten Push geben, dass wir einfach uns mit aller Macht in dieses Spiel werfen. Ich glaube, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass der erste Auftritt ist seit langer Zeit vor Zuschauern. So, das heißt, es gibt überhaupt keine Motivationsprobleme. Die Mannschaft, das heißt, die freuen sich drauf. Dass da natürlich keine Laufkundschaft kommt, ist auch klar. Das ist eine Mannschaft, die haben sehr, sehr viel Qualität mit Julius Kühn, mit Kai Häfner, mit Pavlovic im Rückraum. Und von den Torhüterpositionen braucht man gar nicht sprechen. Also es ist schon Qualität, die da kommt. Sie haben auch in den ersten beiden Spielen das
zeitweise auch richtig gut auf die Platte bekommen, aber haben auch in ihren ersten beiden Spielen gezeigt, dass da es auch Möglichkeiten gibt, sie anzugreifen. Und ich glaube, wir haben auch das Personal und die Leute und vor allem auch die Mentalität, um da die richtig zu fordern. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, dass meine Mannschaft da in ihrem ersten Heimspiel explodieren wird und vor allem unseren Zuschauern, wenn sie jetzt endlich wieder in die Halle dürfen, zeigen wird, was hier entstehen kann. Dankeschön. Nico, 7 Monate ohne Heimspiele in der Arena Nürnberger Versicherung. Jetzt geht's wieder los am Sonntag. Gegen die MT Melsungen habt ihr euch immer ja vor allem sehr kampfbetonte und auch teilweise sehr, sehr enge Matches geliefert. Wie groß ist bei dir die Freude auf Sonntag? Ja, überraschenderweise wie bei den anderen beiden auch sehr groß. Es war schon letzte Woche in Kiel schön, dass es endlich mal wieder um was ging. Ich glaube, wir hatten eine lange Vorbereitung. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass es bei uns in der Liga weitergeht, dass wir wieder unseren Sport ausüben dürfen. Und ja, wie es Hassan und René schon gesagt haben, freuen wir uns alle sehr drauf. Wissen, was da für ein Gegner auf uns zukommt. Wenn man die letzten Jahre sieht, hatten wir zu Hause knappe Spiele, aber konnten sie leider nie gewinnen. Das heißt, es ist klar unser Ziel, da am Sonntag 2 Punkte zu holen, wobei wir natürlich auch wissen, dass da, ich glaube, es sind auch deutlich mehr als 6 Nationalspieler, um nur kurz reinzuwerfen. Ich glaube, es sind allein 6 Deutsche. Meine ich ja, 6 Deutsche. Ja. Also wir wissen schon, was da von der Aufgabe für uns wartet, aber ja, wir haben den Anspruch, in jedem Heimspiel um Punkte zu kämpfen und das werden wir am Sonntag auf jeden Fall versuchen. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Fange ich an, zunächst mal noch die Formalien, wie viele Zuschauer werden denn jetzt wohl kommen, wie viele Dauerkarten und Sponsoren sind noch einige skeptisch und schauen sich das erstmal an oder sind es dann wirklich die vielleicht 2000 knapp, die man haben darf? Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, wie die Platzierung auch in der Halle ist. Da haben wir natürlich auch sehr strenge Auflagen, nicht nur hier in Bayern generell, was das Thema Abstände angeht, was das Thema in den verschiedenen Gruppen angeht. Wie gesagt, das ist alles eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Auch haben wir den großen Aufwand betrieben, mit jedem Einzelnen uns in Verbindung zu setzen, um sozusagen auch da die Wünsche unserer Fans und Kunden sozusagen zu berücksichtigen. Am Ende wird es auf eine Zahl, die Sie gerade genannt haben, hinauslaufen. Ich denke auch, dass vor allem Spiele unter diesen professionellen Bedingungen, ich glaube, es gibt kaum einen sichereren Ort als sozusagen mit den Maßnahmen, die wir getroffen haben. Dementsprechend glaube ich, dass jeder da auch sehr verantwortungsvoll mit umgeht, sowohl wir mit den Konzepten als aber auch die Zuschauer. Ich glaube, das Thema, wie gesagt, ist in den letzten Wochen nicht neu, wie man da mit Corona umgeht. Wir werden darauf achten, dass es sozusagen auch bei uns alles vernünftig abläuft. Wir haben eine sehr moderne Halle. Das hilft uns natürlich sehr. Deswegen haben wir die Möglichkeit, so viele Leute auch in die Arena zu lassen. Wir haben ein sehr modernes Belüftungssystem, was die Luft so häufig austauscht, dass die Auflagen des Gesundheitsamts übererfüllt, und zwar um ein Vielfaches. Dementsprechend, ja, also wir freuen uns darauf, dass wir sozusagen diese Bedingungen haben und natürlich auch damit dann mit unseren Fans da ins erste Heimspiel zu gehen. Vielleicht dieses Thema noch abzuarbeiten, wie geht man denn als Trainer und Spieler mit dem Corona aktuell noch um? Also die Spieler werden natürlich getestet, aber wie ist es dann im privaten Umfeld, wie jetzt gerade mit steigenden Zahlen, wie macht man das? Sagt man der Frau Schau beim Einkaufen noch mehr auf irgendwas? Wie ist es mit den Kindern, die natürlich in vielleicht Kindergärten, Schulen gehen, wie kriegt man das hin, so diesen Spagat zwischen doch noch die Familie ordentlich zu sehen und gleichzeitig sie zu schützen? Ja, ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, da liegt ganz, ganz viel in der Eigenverantwortung von jedem Einzelnen. Wir passen natürlich schon auf, natürlich ich persönlich, die Mannschaft auch, dass man sich jetzt auch im Privaten ein bisschen so verhält, um das Risiko einfach zu minimieren. Das sind die normalen Regeln, die für alle Menschen gelten gerade. Für uns hängt da einfach auch eine Menge davon ab, deswegen fällt es uns einfach nicht schwer, sich da ein bisschen zusammenzureißen und nicht vielleicht jede Feier, auf die man eingeladen ist, wahrzunehmen. Also wir versuchen auch im Alltag, im Trainingsbetrieb einfach permanent alle Regeln, die gelten und alles, was Sinn macht und was wichtig ist, umzusetzen, sodass wir einfach das Risiko minimieren. Dass wir da nicht hundertprozentig geschützt sein können, ist wohl auch klar. Aber so die vergangenen 8 bis 14 Wochen haben gezeigt, dass so wie wir uns verhalten, es offensichtlich ganz gut läuft. Also wir sind bis jetzt ohne Fall durchgekommen. Ausschließlich Einheimische.
wie viele Dauerkarten sind verkauft? Ist damit schon ausgeschöpft? Das ist ziemlich genau damit ausgeschöpft, genau. Sowohl Sponsoren, Unterstützer als auch Dauerkarten. Deswegen können wir leider jetzt am Anfang noch keine Einzeltickets verkaufen mit diesen 20%. Wie gesagt, das ist erstmal ein erster Schritt. Diese Regelungen gelten bis Ende Oktober. Danach werden wir sehen, wie es ab November weitergeht. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, dass wir da unsere treuesten Fans bedienen können, aber wir würden natürlich auch gerne noch mehr Leute zu den Spielen zulassen und da müssen wir jetzt halt warten, wie die weiteren Entwicklungen sind. Aber ich glaube, wie gesagt, als ersten Schritt kann man das sehr, sehr positiv sehen, dass wir so schon mal wenigstens mit einer begrenzten Zahl starten können, die uns mit Sicherheit aber auch sehr helfen wird. Habe ich gerade richtig verstanden, 25%? 20. 20% der Hallenkapazität. 2000 sind 20%. Knapp, ungefähr. Okay. Deshalb die Nachfrage. Manchmal sind es eben diese 20, aber genau genommen wären es eher weniger. Hat das vielleicht mit der guten Belüftungssituation zu tun, dass ihr das ausreizen oder sogar über. Auch, also da hängen viele Faktoren mit dran. Auf der einen Seite natürlich das Belüftungssystem, auf der anderen Seite aber auch, wie viele Zugänge hat die Arena, wie viele Abgänge, wie viele Möglichkeiten, die wirklich infrastrukturell sind, um sozusagen Zuschauerströme zu leiten und auch das in verschiedene Zonen einzuteilen. Also das Konzept ist, wie gesagt, sehr umfangreich. Wir haben es versucht, so einfach wie möglich für den Kunden dann halt auch zu gestalten, dass er sozusagen am Spieltag so wenig Einschränkungen wie möglich hat und dass wir alle natürlich eine Balance finden zwischen einem tollen, stimmungsvollen Event, aber natürlich auch, was absolut Corona-konform ist. Wird hinter den Toren abgehängt oder gibt es da auch noch Tribünen, um die Kapazität zu erweitern? Sowohl als auch, ja. Also es wird sowohl abgehängt, zudem wird es aber auch eine Zusatztribüne geben, genau. Danke. Gerne. Die Nachfrage da vielleicht noch, wenn man sich oft mit den Fans auseinandergesetzt hat, wo die vielleicht sitzen wollen und die Stimmung ist, gab es da auch Rückmeldungen, dass vielleicht manche jetzt noch vorsichtig sind oder sind alle so euphorisch? Man sieht es ja durch alle Sportarten durch. Die Kapazitäten sind bislang meistens nicht mal ausgelastet. Gab es das auch oder sind quasi alle? Also ich sag mal so, der überwiegende Großteil, mit dem wir gesprochen haben, war sehr euphorisch. Alle haben sich sehr gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Natürlich haben sich einige auch etwas mehr informiert, wie das bei uns abläuft und haben Wünsche geäußert, wie das mit der Sitzplatzplatzierung am Ende vonstatten zieht. Da haben wir eigentlich für alle Lösungen gefunden. Wie gesagt, das war ein sehr, sehr großer Aufwand, aber ich glaube, der war es wert, um am Ende, wie gesagt, trotz dieser begrenzten Zuschauerzahl eine doch sehr ordentliche Stimmung in der Halle zu haben. Sportliche Basics. Erstens, sind alle fit für Sonntag oder noch irgendwelche bleibenden Schäden aus? Ja, abgesehen von Johannes Selin sind alle mit dabei, alle fit, alle heiß und alle will ich vielleicht dann doch jetzt die ersten zwei Punkte zu holen. Ne? Wir hatten jetzt eine schwere englische Woche und ja, jetzt ist das erste Heimspiel und ich glaube, dass da es ist ein schwieriger Start, es ist ein schwieriges Auftaktprogramm, das braucht man nicht drüber zu diskutieren, aber ich glaube, dass wir, gerade wie auch eben schon von allen Seiten gesagt wurde, Melsung hat uns immer enge Spiele geliefert. Wir versuchen alles, dass sie jetzt fertig sind. Ich meine, da ist natürlich, wir müssen eine Abwehr stellen. Ne? Das ist, glaube ich, klar, was da an Wurfgewalt auf uns zukommt, das ist nicht ohne. Und auch die beiden letzten Spiele von Melsung haben gezeigt, dass wenn man sie knacken kann, dann über eine gute Abwehr. Gibt es noch weitere Fragen? Was zeigt dem Gegner dann außer der Wurfgewalt da noch aus? Also so vom Charakter, vom Spielstil und eine Frage vielleicht generell so, versucht man dann sich in dem Sinne vielleicht favorisierten Gegner eher anzupassen mit seinem Konzept oder sagt man dann trotzdem immer lieber, wir wollen unser Ding, was wir so auch über die vielen Wochen der Vorbereitung eingeübt haben, durchziehen? Ja, das ist so also eine Grundsatzfrage. Ne? Passt man sich jedem Gegner neu an und versucht immer selber was zu verändern oder lässt man den Gegner sich mit seinem eigenen Thema auseinander, mit seinem eigenen Konzept auseinandersetzen? Ich tendiere eher dazu, dass der Gegner erstmal zeigen muss, dass er unsere Sachen lösen kann. Was jetzt in Melsung bei dem Fall ein bisschen speziell ist, die spielen eine sehr interessante Abwehr, etwas unkonventionell, wo wir einfach gezwungen sein werden, uns vielleicht was zu überlegen. Ne? Auf der anderen Seite haben wir in den vergangenen Spielen gezeigt, dass wir gegen jede Abwehr Lösungen finden können. Und wenn man jetzt das Spiel vom BHC sieht, ist es dann ein bisschen an den Abschlüssen gescheitert. Aber es ist nicht so, dass wir uns keine Chancen erarbeitet haben. Das heißt, wir sind in der Lage, Tore zu werfen. Und für mich geht es tatsächlich jetzt eher darum,
die Anzahl der Gegentore ein bisschen zu reduzieren, weil das waren jetzt in den vergangenen Spielen, in den ersten beiden Spielen vielleicht 2, 3, 4 zu viel pro Spiel. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und dann sehen wir uns alle am Sonntag um 16 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Anpfiff ist um 16 Uhr. Dankeschön. Dankeschön.